Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu 7 Tage, um zu sterben. Oh, hab mich schon so gefreut. Nein, heute nicht. Heute nicht. Heute was brauche ich alles für den Schlafsack eigentlich? So, wir sind auf dem neuen Server, Leute. Wir haben alles. Wobei ich nochmal Crafting-Menü. Und Luna ist wieder am Wichsen, also hat sich nichts geändert. Das ist halt immer das Beste. Ich brauche Cloth-Fragment. Keine Baumwolle. Hat die ganze Negerflöckerei überhaupt nichts gebracht. Du hast es irgendwie heute, ja, natürlich. So, ich hab schon mal Schuhe an. Du wisst doch alle, dass ich rechtsradikal bin. Ja, na klar. Rechtsradikalisch, ne? Ja. Genau so. So, ich erfriere langsam wieder, wenn das weitergeht. Oh, müssen wir unsere Körper wieder aneinander reiben? Komm ran, Baby. Du hast also einen Schlafsack, ja, oder was? Nee, noch nicht. Ich hab mich gerade vercraftet. Er hat sich vercraftet. Was hast du denn gecraftet? Ich hab Schuhe gecraftet. Achso. Ja. Und das wollte ich aber nicht. Richtig. Deswegen brauchen wir noch mehr. Ich klopfe erstmal auf den Stein hier rum. So, prügeln wir erstmal auf den Stein. Ich mach erstmal. LOL? Das ist ein magischer Server. Ach ja? Weißt du, ich nehme Baumwolle auf, zack, spawnt ein Baum. Direkt vor meiner Nase. Heißt ja auch Baumwolle. Oh, Holle. Wo bist du eigentlich? Oh Gott. Ach, da vorne. Ich, mache hier so ein bisschen, ne? Baumfälle arbeiten? Nee, ich brauche hier erstmal ein bisschen, Wolle. Wolle Petri? Fall eben verloren, vergessen, verzeihen. Sag mal, du hast es heute irgendwie ein bisschen, ne? Aber frei, was? Wieso denn? Den nimmt den Schwanz aus dem Mund, ey. Alter! Was machst du es immer? Ja, aber nicht in der Aufnahme. So. Du sagst immer, ich soll dabei ich liebe dich sagen. Also, wir müssen also... Wo ist denn schon wieder hin, der Penner-Gesicht? Ja, wo bist du denn hin? Ey, komm dir mal! Ja, weißt du, der ist schon besser... Oh! Knappe Kiste. Ja. So, ich brauche jetzt erstmal ein Sleeping Bag. Den crafte ich mir jetzt auch. Hast du denn schon ein Sleeping Bag? Nee, wo krieg ich den Cloak-Fragment her? Indem du das craftest, mit der Baumwolle. Gibst du oben einen Cloth? Und dann hast du Cloak-Fragment. Er muss es extra kraften, okay. Ja. Cloth? Oh, ich erfriere fast. Krafte. Ich mache erstmal ein Feuer. Cloth Boots, Cloth Gloves, Cloth Head Armor, Cloth Chest Armor, wie geil. So. Alles klar, man kann sich auch schöne Sachen draus machen. Mmh. Ich werde gleich nochmal ein bisschen Baumwolle flicken gehen, damit ich mir noch ein bisschen was herstellen kann. Ja, es war schon mal geil, wenn du. Ich brauche mir ein Sleeping Bag. Ich brauche noch mehr. Ich habe 8. Brauch Baumwolle! Ja, dann hol dir welches. Ja, dann muss ich gucken, wo hier welches ist. Ja, dann mach mal. Vorne ist Baumwolle. Mambula, Mambula. Ich brauch erstmal Holz. Weil sonst erfriere ich hier komplett fast. Das hast du doch schon vor der Hütte. Was? Das wächst eine Kanickle, ey. Ja, schön. Aber die Gegend hier ist voll schön. Boah. Super, ich bekomme gerade Schaden. Oh, schön. Was machst du schon wieder? Alter, die Sonne, wie sie auf diese Gräser blendet. Das ist voll hell hier. Oh, gerade so geschafft. Ich wieder mit dem Feuer. Ja, weil ich erfriere und weil ich Schaden bekomme. Du erfrierst hier mittendrin? Ja. Alles klar, Loser. Ey, bitte nicht. Zu spät. Claude. Chloe-Fragment, so, krafte. So, warte mal. Craft meines Amtes, dann nenne ich dich hierzu Mann und Feuer. Oh Gott. Du darfst die Glut jetzt küssen. So, sehe ich nicht seilig aus jetzt? Schön mit Sonnenbrille. Warte. Hast du Sonnenbrille auf? Ich sehe keine. Ich hab Sonnenbrille auf. Ah, instant. Instant Coolness um 150% gestiegen. Level up. So, dann Sleeping Baggen wir mal so. Irgendwo den Sleeping Bag hin. Aber von mir aus, wenn wir dann hier den hinstellen, dann kommen die Zombies ja immer nachts. Das ist ja doof.
Ja, aber Hauptsache überhaupt erstmal spawnen gemeinsam und so, ne? So, wieso ist das Feuer schon wieder aus? Boah. Taxi. So. Mein Gott. Jo, dann wir sind in der Nähe einer Stadt. Hier sind Zombies. Das wird ein Spaß und ein Fest. Mittlerweile wackeln die Bäume sogar im Wind. Das ist ja voll geil. Ja. Wow! Ist das laut. Und die fallen um. Ja. Nicht mehr so dumm wie damals, sondern die fallen richtig um. Ach, das ist fast eine Forest-Niveau. Nur nicht ganz so hübsch. Dafür ist der Forest jetzt noch besser geworden. Noch besser, müssen wir auch mal wieder spielen. Ja, glaub mir. Die Höhlen. Meinst du, ich scheiß mir noch mehr ein als damals? Oh ja. Yeah, das wird doch witzig. Oh ja. Du wirst ja einkacken, mein Lieber. Da freue ich mich drauf. So, was, wie machen wir jetzt eigentlich was? Ich bin so raus, ich weiß gar nicht mal, was man alles so braucht. Oh, ich hab Hunger. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie. Mal gucken, dass wir hier irgendwie in der Nähe irgendwas finden, was Anständiges. Weil unten ist ja diese Schneegegend, da brauchen wir aber mittlerweile Klamotten, sonst erfrieren wir ja. Richtig, ja. Das heißt, wir gehen in eine andere Richtung. Entweder nach Süden, aber da sehe ich, das alles mit Eis. Nach Norden ist Wüste, wie mir scheint. Ist eigentlich genau an der Grenze, in so einem Grenzstreifen, wo wir zwischen Hitze und Kälte liegen. Ja. Ja, weiß ich nun nicht. Also ich würde vorschlagen, wir gehen nach Norden. Weil du eher auf Nord bist, okay, ich verstehe. Ja, weil ich denke, dass Norden halt schöner ist. Ja, dann gehen wir halt nach Norden. Jo. An der Nordseeküste. So. Hör mal mit dem Scheiß auf, ey. Warum? Wieso? Was ist da los? Hier drüben ist eine Sau. Ich hab da mal eine Weile gewohnt. Ach stimmt, da war ja was. War keine schöne Zeit. Ja. Hat's dir doch mal erzählt. So das Bettennessen und so, das war nicht so fein. Das mache ich heute noch. Ja, das glaube ich jetzt sogar. Voll die Savanne, ey. Na, Savanne. Da wupp, da wupp. Ich habe zwei Eier gefunden. Ha! Oh, Dave entdeckt endlich seine Männlichkeit. Kann man die Eier... Nee, Eier esse ich jetzt nicht. Du schluckst höchstens die Eier. Am Stück. Oh, aber 100 pro. Oh, guck mal da hinten. Yay, da ist was. Ein Haus oder so. Hier ist schon wieder zu heiß. Was ist denn jetzt los, ey? Man kann ja nirgendwo hingehen, ohne ständig an irgendeiner Scheiße zu verrecken. Wo ist so heiß? Hier ist nicht so heiß. Alter. Bei mir steht 45 Grad. Ich habe gerade so ein Thermometer. Jetzt bin ich dieselig. Und gestunt. Was hat die denn? Fett. Eine Decayed Mother. Dave, der nimmt sich wieder die Mutter durch hier. Mhm. Und ich hab Hunger. Auf Mütter. Auch. Nackt. Der Mutternascher, ey. Hm. Oh, nicht ausschlemmen, die Alte. Ausschlecken, ey. Richtig ausschlemmen, wie so eine alte Suppe, weißt du? So, lass mal hier übernachten. Kennst du das nicht? Boah, Alter, was hockelt das denn dabei immer so? Quatsch. Krass. Den Sleepyback haben wir aber auch nicht mitgenommen, kann das sein? Alter, ich hab grad mit einem Schlag nur 15 FPS. Ja, was es denn? Ist... Komisch ist das manchmal. Oh, was haben wir denn hier Feines? Warte mal, ich... Nichts. Oh, das, woran liegt denn das? Ich hab keine Ahnung. Ach, hier bist du 203 Gas. Ja, warum denn nicht? Ja, toll. Macht der Kühlschrank Geräusche? Ja. Krass. Wahrscheinlich wegen diesen ganzen kleinen Reflexionen, die hier immer vorkommen. Mhm. Verkraftet meine Grafikkarte wahrscheinlich gerade nicht. Alter, ich verkraftet das gleich ganz andere Dinge nicht hier. So. Ich habe meinen Steam-Impact nicht mitgenommen. Hm, toll. Auch nicht, der liegt auch noch da hinten irgendwo. Ja. Toll. Ja, aber wenn wir unterwegs sterben, hätten wir sonst keinen, das wäre auch doof. Ja, gut, stimmt. Bauen wir uns halt einen neuen. Bauen ja, finde mal in der Wüste Baumwolle. Ja. Gehen wir schon irgendwie hin. Du bist ja zuversichtlich. Ja. Ja. So, was haben wir denn hier Feines? Ich höre was. Ah, ein Zombie. Ach, geil. Ach, der. Ach, geil, komm ran. Geile Alte. Wie heißt sie? Putrid Girl. Hm. Ey, die Texturen sind aber schon ziemlich. Alter, du hast. Das, deswegen hat die gehumpelt, weil die gar kein Bein mehr hatte. Also, nur ein Bein. Oh!
Oh, der, warte mal kurz. Oh. Was ma. Alter! Ich hab nichts gesehen. So, hallo? Was haben wir denn hier? In der Endzeit, da gibt's keine richtigen Frauen mehr. Wir hätten nur uns beide. Ich brauch ab und zu mal Abwechslung. Ja, aber in so ein. Ja. In so ein fischiges Stumpen? Loch, ich weiß ja nicht. So ein Stumpen, das ist schon was. Ich hab doch nicht das Loch von der Alten genommen, das nehme ich doch nicht. Die hat einen Beinstumpen, das ist viel schöner. Boah, warum kenne ich solche Leute, ey? Alle geisteskranke. Nein. Was ist denn mit dem da drüben eigentlich? Der ist geil. Der hat so einen kleinen Dachschaden. Der hat zu lange in der Wüste rum. Guck mal, wie er abgeht, ey. Und einen hübschen Knutschmund hat er. Ja, ich weiß auch nicht. Ach, komm schon ran, du Sau. Da, also da hat schon den Mund schon mal offen. Geil. Der hat nicht mal was bei. Also den Mund hat er offen. Was? Den Mund hat er offen. Wo bist du denn hin? Ach da. Ich freue mich gerade, was in offenen Mund. Ah. Moin, Alter. Ich will eine Umarmung, die Mutti. Die will von mir auf jeden Fall was. Ach, aber die Muttis kommen alle zu dir, weißt du? Was ist denn da los? Immer noch nix. Ach. Und hat die irgendwas Geiles bei sich, außer Eiter? Also Fett und vergammeltes Sandwich. Eine richtige Speckmutti, ey. Die hätte Fett bei sich. Was ist das, was herrlich, ey. Das muss klatschen beim Koitus. Wenn die Bäuche aneinander klatschen, weißt du, dann weißt du, so geht's ab. Ja. Ich hab's aber heute auch schon wieder drauf. Das bist du eine richtige perverse Drecksau. Ja, der ist auch ein Kaktus. Man kann nie genug Kaktus bei sich haben. Ja, aber es ist nur Gras dann am Ende. Guck mal, hier ist eine Straße. Wollen wir der Straße einfach folgen? Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas ab und zu. Du weißt schon, dass es langsam dunkel wird, oder? Ja, aber wo sind wir sonst hin? Ja, nö, ist ja so richtig. Wir spawnen eh an unserem Bett wieder. Das kann was werden hier. Wo sind mein wir hier? Mein Gott, ey, die Prärie nimmt kein Ende. Ist aber auch echt extrem. Weil das langsam solche Ausmaße hat wie bei Minecraft. Das ist da ein bisschen. Das ist aber schlimmer als Minecraft, weil Minecraft verhungerst du nicht so einfach. Und verdurstest und stirbst an Hitze und Fieber und. Ja, gut, an Hunger vielleicht schon, aber. Das andere ja, Hunger, das war's auch schon. Also, kein Fieber, keine Hitze, vielleicht stimmt eine Mod, ja. Ja, aber. Mal so Fieber und so installieren, aber das ist ja wirklich hier. Cranker als fuck. Cranker als fuck. Der Himmel ist schön, auch wenn er aufgeklebt ist, aber er ist schön. Auch hat was. Wir können froh sein, dass wir noch in keinem Sandstrom sind. Da kommt was. Wo denn? Hinter mir. Und ich bin außer Puste. Ach, Silent Hill, ist egal, lass kommen. Die Wolken bewegen sich sogar. Hui. Es gibt Sandstürme hier. Ja, na klar. Es gibt so einen Schneesturm, Regen, Schnee. Cool. Also die geben Gewitter. Sich wirklich Mühe. Das merkt man wirklich, die geben sich echt Mühe. Ja. Es dauert zwar hier ab und zu mal ein bisschen, aber Gott, wie nuckt denn das? Bitte deine Mutti ausgespannt. Nacht, die hat auch nichts gehabt. Kann man noch weiter drauf einschlagen eigentlich? Passiert da irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Das wird die Gäste hacken. Du bist aber so ein kranker Bastard. Wie du hopselst. Wie hopsel ich? Na guck mal. Hoppeli, hoppeli, hoppeli. Ja, du hast da gerade deine Spastiken. Du schwebst über einem Boden. Ach so, okay. Deswegen sehe ich das gerade. Jetzt sehe ich dich zum ersten Mal. Das sieht süß aus, wenn du sprintest. Du hüpfst wie so ein jungfräuliches Gazellelein. Guck mal, oh, Haus. Zelda. Beziehungsweise Zelda. Zelda. Ach so, und wir sollen ja die Autos demolieren. Ja? Weil es gibt auch Clothes und alles. Okay. Das habe ich aber gelesen. Oh. Also. Gut, das ist jetzt nicht mehr so ein Auto, wo man irgendwie was rausholen kann, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Also ich denke mal, die ganzen Autos waren das. Ja, die richtigen, die, Sedans oder wie die alle heißen. Genau. Also wie da hinten steht. Genau. Oh, da ist ein Haus oben. Oh, lass uns das Haus benehmen. Das hat sogar Treppen von außen. Boah, da will ich hin. Erstmal hier hin. Was denn? Weißt du nicht mehr damals, wo wir am Lagerfeuer saßen, auf den Stühlen, uns unterhalten hatten und unser Lachfleisch des Lebens bekommen haben?
Ich weiß bis heute nicht warum. Ich weiß auch nicht, das ist total unnütz eigentlich. Die ganze Folge war unnütz. Aber nun. Das ganze Projekt ist eigentlich mega unnütz, aber es macht trotzdem Spaß. Die Leute wollen's und hier bekommen sie es also auch. Ja! Red Saturn! Du, looting! Hier ist ein Zombie. Powder, okay, lass uns zum Haus hoch. Uns auf dem Dach verstecken. Meinst du, da kommen wir hoch? Ja, irgendeine Möglichkeit wird er schon geben. Möglichkeit? Aha. Eine Möglichkeit. Was Möglichkeit gesagt? Möglichkeit. Hier nochmal in dreifacher Verfassung, in Zeitlupe, was er gesagt hat. Oh, das Haus sieht aber schick aus. Ach, doch, haut auf! Ich hau's oder, warte mal. Ja. So, ich bin drin. Ebenso. Mit dem wir das ganze Haus, weißt du? So, wie kommen wir jetzt nach oben? Ich meine, wir sind ja hier erstmal so sicher. Naja, die Frage ist, wie lange noch? Im Dunkeln kommen sie, die Pennergesichtigen. Wenn wir ruhig sind, nicht. Ist nicht mehr so, dass die wissen, wo man ist? Nein, weil sobald du Geräusche machst und alles, wissen die das. Eher hören die das nicht. Endlich, ey. Damals kamen die angerannt, egal was du gemacht hast. Naja, das ist aber nicht mehr. Wenn du ruhig bist und alles, dann wissen die nicht, wo du bist. Sehr gut. Ein Wundesk. Ich will die Tür aufmachen. Aber das Haus, würde ich sagen, kann man nehmen. Was ist das denn? Die Schlafsäcke hinsetzen. Oh, ja, das nehme ich. Willst du, hier bitte, warte mal. Oh, wie es in der Hand hat. Das ist cool, was ist. Oh, ich hab sogar eine Sonne. Ah, oh, geil. Ja, das sind meine Sonnenbrillen, weil ich habe jetzt ganz was anderes gefunden. Schau mich mal an. Warte. Du bist umgefallen einfach nur. Puff. Ich bin so cool, dass ich einfach umfiel. Ja. Du schwebst einfach unten auf dem Boden. Lol, jetzt stehst du wieder. Weil du springst. Aha. Was zur Hölle ist denn da mit dem los, ey? Weiß ich nicht. Wenn ich hier an der Decke springe, dann knicke ich so weg. Du spaßt es voll ab, ja. Sieht total bescheuert aus. Wie man dann so seitwärts wegknickt. Warum kann man nicht so seitwärts um die Ecke gucken? Warum kann man nicht leanen? Weiß ich nicht. Das wäre doch mal ein Feature. Hupala, jetzt hab ich mir den Steinachs fallen lassen. Also, du willst hier rein. Ich wollte rein, ja. Ja, dann schlag doch auf, die Mist. Wo hakt das denn? Ja, weil ich dachte, vielleicht kann man, weißt du, weil... Nein, so ist hier nicht. Nicht kaputt machen und so. So. Ein Scheißhaus. Ja, der Hauptsache das. Erstmal schönes Murky Water. Hier ist aber auch nichts drin. Oh, doch. Jeans und ein Helm. Toll. Ich hab nur das. Oh, I'm too sexy for my love. Du siehst ja aus wie einer von Village People. YMCA. Die Lampe geht aber nicht oben, oder? Doch. Doch. Lol. Geil. Vor allem, wenn du das Ding anmachst, dann leuchtet dein Bart. Was? Ja, als würde die Lampe aus dem Bart rauskommen. Aber das ist geil. Sieht man nicht, schade. Muss ich dann dein Video gucken? Ach, aber das ist geil. Hey. Beinahe hätte ich es überhört. So, was machen wir hier nur? Die Nacht abwarten wahrscheinlich. Ja, bleibt ja wohl nichts anderes übrig. Warte mal, Sink. Nee, geht ja nicht. Sinkstar? Mein ganze Scheiß, ja auch. Ganze Inventar, Scheiß ist voll. Ich nichts. Will essen, essen, essen. Ich will essen, essen, essen. Als würdest du einfach nur Kopftisch. Ja. Das Einzige, was du bekommst, ist das. Essen, essen, oh Bier. Ja, ich hab auch Hunger. Und ich verhunger. Hm. Kann man die Jucke auf essen? Ex weggezogen, ey. A nice Bars. Apropos, ein Wegziehen. Prost. Hm. Ja, du saufen, der Kollege. Ich saufe nicht, ich trinke. Den guten du Wein säufst. Mit Schraubverschluss aus der Flasche. Hallo, ich bin edel. Oh. So, ich bin am Verhungern fast hier. Search Kabinett. Oh, ich habe hier noch Glasjar,
Kann ich Glass Ass machen? Glass, ja, kenn ich's, ja. Das warst doch du hast es doch gedreht, gibst du. Also wir müssen nur in die Tür rein. Es geht die doch auch. Nee, die sind doch noch draußen oder nicht? Nee, die hier meine ich. Pass auf, geh rein. Ich muss erstmal was herstellen, und zwar eine Steinaxt. Ja, warte mal, kann ich auch was anderes noch machen? Die Clear Wooden Door. Oh, ich kann eine Holztür basteln für oben wieder. Hm. Ich will da rein, aber das geht irgendwie nicht. Dave? Was denn? Mach nochmal dein Inventar auf. Hast du? Ja. Das klingt immer so herrlich. Ich trau drauf rum, du. Du bist hier also rein, ja? Warte. Oh! Diese infantilen Humorwitze sind immer großartig! Also zerschlagen wir jetzt die Tür. Warte mal, ich schock mich mal lieber hin, damit ich nicht entdeckt werde. Kling, klang, klong. Kling, kling, kling. Ich glaube, manchmal auch die Tür kaputt zu machen, ist totaler Schwachsinn. Wir sollten, glaube ich, lieber von der Seite durch die Wand kommen. Die ist 1000. Aber dafür geht's in 10er Schritten runter. Die anderen nur in 2er Schritten. Das ist, glaube ich, so gesehen besser, auf die Wand einzuschlagen. Meinst du? Also hier irgendwo, was? Okay, 424 mal, ja doch, 10er Schritte, 1000 sind 100 Schläge, bei dem anderen brauchst du 800. Ja, na dann. Also Mathe habe ich es nicht so. Aber du kennst dich Luna ja nicht aus. Mathe kann ich sowieso gar nicht mehr. Das ist völlig vorbei bei mir. Genauso wie die Kommasetzung. Ich hoffe, die hören uns jetzt hier nicht rumbasteln. Nein. Oh, das dauert ja jetzt ewig. Es geht schneller als die Tür, wie du siehst. Ja, klugscheißer. Das war quasi den Arsch alleine abwischen, ey. Ich mach's nicht mit meiner Zunge. Aber das ist... hallo. Ich hab meine Axt verloren. Kaputt gegangen und so. Nicht weinen. Doch. Bastel dir einfach eine neue. Hab ich keine. Doch, ich hab eine. Yay. Na toll. Oh nein. Na gut, wenigstens ist nicht so viel. Was ist da jetzt drin? Ein ganz safe, aber verschlossen. Den kriegst du auch nicht mehr auf. Ach, willst du mich verarschen jetzt, oder? Brauchst du wahrscheinlich irgendwelche Knackfähigkeiten, oder? Gibt es sowas? Muss man dafür beknackt sein? Ich weiß es nicht. Armorsmithing, Blade Weapons, Constructible Tools, Gunsmithing, Leatherworking, Medizin, Mining Tools, Mistcrafting, Pistols. Wie kriegt man denn sowas auf? Was ist denn Quality Joe? Skill? Was Quality Joe? Das war doch irgendwas. Das war für. Ich glaube, entweder Scavenging, dass man da. For found items, this perk can only be. Use a scrounge master and get faster at looting and gain higher present chunks for better loot. Gain skill by opening. Man kriegt sogar besseren Loot fürs Dingsen dann. Mhm. Das ist nicht schlecht. Wir brauchen echt einen Server, der lange bleibt. Ja. Sieht man meinen Lichtschein eigentlich, wenn ich ihn so mache? Ja, das sieht man. Cool. Boah, das sieht. Boah, also das hat schon ein bisschen was. Oh, ich hab Hunger. Ganz safe. Warum kommen wir an den ganz safe nicht ran? Das wäre echt schön. Das wär's. Wie öffnet man so ein ganz safe? Nimm mich, ich hänge. Ey! Nicht mit der Axt. Das ist nicht so die Erotik, die ich mir vorgestellt habe. Guck mal, wie gay wir beide aussehen. Du mit deinen komischen Moonboots, weißt du? Oberkörper frei und dann so eine hässliche Sonnenbrille noch auf und ich. Oh, YMCA-mäßig. Herrlich, sag ich euch, herrlich. Herrlich, herrlich. Ich glaube, Dave und ich knabbern uns gleich noch einen ab, ey. Ja, aber ich würde sagen, die Nacht können wir jetzt nicht viel machen. Ab, ja. Die Nacht können wir jetzt nicht viel machen, deswegen würde ich sagen, beenden wir den Part hier an der Stelle. Ja, das im letzten Plan. Part wollte ich dich ja fragen wegen dem Wort zum Sonntag, da ist ja aber leider mein Teamspeak abgeschissen. Das Wort zum Sonntag, bitte. Abgekaute Nüsse. Genau das. Ach scheiße, ich bin nicht, Mist. Warte. Klapper. Oh, was hab ich denn jetzt? Scheiße, ich hab das Ei gegessen. Warum hab ich jetzt? Was hab ich denn jetzt? Warum hab ich einen Sack in der Hand? Na toll, ich bin. Ach, das ist doch kacke. Hast du gerade jetzt Verseuchung oder was? Ach, ich bin nur ein bisschen. Ich hab eine Vergiftung. Scheiße. Das ist nicht gut.
Weil bis du wieder hierher kommst, ey, dauert da wieder eine halbe Ewigkeit. Aber gut, du kannst ja schneller herkommen als ich. Nö, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sterbe oder sowas, sondern nur meine Ausdauer runtergeht. Ja. Ach, jetzt geht's wieder hoch. Okay. Gut. Hast du leichten Durchfall? Bitte alles in meinen Mund. Oh. Warte. Warte. Ah. Warte mal, du bist noch nicht fertig. Warte. Ich muss noch kauen. Oh. Weil du deine Arme so richtig nach hinten gestreckt hast, weißt du, ich muss die Balance halten. Dann ich. Oh, bitte. Wie unser Hund, weißt du? Der hat früher auch immer Scheiße gegessen, das war so eklig. Hunde machen ja sowas, Hunde sind ja Koprophil. Gut, wir beenden hier die Aufnahme, ich krieg gleich kotzen. Tschüss.